Okay, I'm ready, eigentlich. Warte, sind die gejoint? Glaub nicht, nein. Ich guck mal. Nö. La, 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 la. Ja, dann lass drauf. Lucky Slender ist jetzt auch irgendwie aktiv im Chat, deswegen müssen wir aufpassen, dass die nicht joinen. Weil wir sind am Spawn, die auch. Ja, ja. Gut, bist du ready? Ja. 3, 2, 1. Bram. Let's go. Gut. Ich mach das eben hier mit der Falle. Geh nochmal zurück, bitte. Selbst wenn die join, dann... Wir können nämlich nicht direkt das Dings abbauen, sondern... Wenn die join, dann blocken wir die halt hier hin. Ja, wenn die Falle dann schon fertig ist, ja. Gerne. Jo. Ich bin gerade... Nein. Ich hab so einen silbernen gehabt. Ich hab mein eigenes Set und das tue ich auch immer bei mir wieder zurück. Ich bin gerade in der Folge, Digga. Und allein? Nein. Kannst du eben hochgehen, Moped, und einen Sand, also so Sand platzieren, dass es oben normal aussieht? Ja. Warte, ich drop dir, Nice. Ich bin nämlich rein, sorry, warte, lass mich es eben machen. Bau du einfach schon mal weiter runter, ja? Noch weiter, okay. Ja, ja, oder? Ja, doch, geht ein bisschen. Okay, hier oben sind jetzt 3 Cobwebs oder soll ich 4 machen? 4. Also 3 Fäden meine ich. 4 sind besser. Oh, wenn ein Zombie reinläuft, was dann? Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber so, wenn keiner online ist, läuft doch kein Zombie rein, glaube ich. Stimmt, aber wenn einer online ist, dann ist die Falle halt schon. Erfolge halt, die Falle halt schon. Ja. Ja, wir können ja mal testen so. Ja, ich hoffe, es läuft einfach kein Zombie rein. Lass einfach Bett craften und nachts skippen. No Job könnten wir machen. Könnte man halt echt. Was soll ich gleich essen, Ben? Wie meinst du essen? Ja, essen, essen. Normal, echt essen. Hast du noch nichts gegessen heute? Doch, doch, aber Abendessen, Bro. Was gibt's denn? Ja, weiß ich nicht, deswegen frage ich ja, was soll ich essen? Machst du dir selber was? Ja. Okay, Falle aktiv. Wie tief bist du schon? Ja, das reicht eigentlich schon, oder? Ja. Also wenn die jetzt natürlich Dinger reinlaufen, wäre natürlich ungeil. Ja. Heute Gemüsepfanne gemacht, Digga. Absolut keinen Bock mehr gehabt. Scheiß mal auf Defi, Digga. Master brauche ich. Ja, ja, das reicht schon von der Höhe, ne? Naja, ich mach das. So viel Scheiße im Inventar rum. Kannst du dir nicht vorstellen. Okay, jetzt hier jetzt rumbauen, ne? Na, weil Bild, hier ist eine Cave. Erstmal die Schilder platzieren. Stimmt. Das ist der erste Step. Du hast genug Holz, ne? Ja, im Backpack ist was. Platziere ich hier kurz eine Werkbank hier? Ach, hast du schon. 1, 2, 3, 4, oh, was ist das da? Hier ist irgendwie Leerraum, warte, ich mach das zu. Wie viele Schilder brauchen wir denn ungefähr? Ja, so, dass die auf jeden Fall gar nichts mehr platzieren können. Ich würde sagen, bis hier oben. Ja, da brauchen wir ein paar mehr auf jeden Fall. Jo. Wäre nice, wenn du einfach schon mal den. Also hier werden die dann reinfallen und so. Wenn du den Raum drumherum machst, schon mal. Und auf jeden Fall eine Kiste wäre geil. Stimmt, ja. Also, die fallen jetzt hier rein, das bedeutet, wir müssen 2 tiefer, ne? So. Ne, 1 tiefer. Ja, und so, ne? So hier kommen Half-Slaps hin. Also hier kommen Half-Slaps. Also so.
Ja, und hier Half-Slabs. Okay. Kann man auch Wo Stein? Ist denn der Holz-Backpack? Ich würde Holz nehmen, Holz können die halt nicht so schnell abbauen. Okay. Wir können aber, nee, du kannst glaube ich auch Stein nehmen. Weil die ja Holz... nimm lieber Stein, Weil die haben doch Schilder in der Fresse. Das heißt, die brauchen eine Axt und dann müssten die ja noch eine Pickaxe haben. Ja, deswegen meinte ich ja. Ja, jetzt tut er so, als ob er so smart mitgedacht hätte. No joke. Hey, was machst du? Ich mache hier schon die Half-Slabs hin. Ich dachte schon, Alter. Und joint jetzt auch keiner mehr nach, boah. Ja. Ich glaube, Raptor joint nicht nach, weil wir halt besseren Stuff haben. Oh, das mit der Cave ist doof. Ja. Bitte zubauen. Mach ich. Wie breit soll das sein? 2 breit ungefähr? So. Ja, so, dass man da drin sich gut bewegen kann. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall ordentlich Schilder gecraftet. Ja, man kann sich gut bewegen, ja. Auf jeden Fall. So, ja. Bro, mit den Schildern ist halt anders wild. Das sind wirklich viele Schilder. Bei 3x3 ging es ja noch. Aber die Falle war schon OP, so, ne? Ja, no joke. Und ich glaube, bei der Falle würde ich halt einfach hier sitzen. Vorne laufen ja viele rum. Und erstmal warten und hoffen, dass hier jemand reinrennt. Und wenn du merkst, dass hier sich länger jemand in der Gegend aufhält, sag ich mal, also so, als ob die halt die Fäden gesehen hätten, dann ziehen wir durch das Haus ab. Oder bauen uns weg. So, habe ich hier jetzt alles, so, ne, alles ist gebaut. Soll ich jetzt bei den Schildern helfen? Soll ich, ah, wo ist der Safe-Weg eigentlich, also, wo ist die Leiter? Ich habe halt diese, den Weg zur Leiter kannst du mal bauen, oben im Ofen, in dem Haus liegen die Leitern drin. Und den alten Safe-Weg müssen wir dann natürlich... Bro, sag mir, wo soll ich jetzt hinbauen, damit ich auf den Leiter bin, bei den... Nice. Bei den Leitern. Hier musst du lang, hier. Warte. Hier baue ich gerade runter. Du musst zu mir bauen, quasi. Sagen wir mal, wir gehen dann hier. So. So. Oder bin ich noch zu hoch? Bin ich zu hoch? Nee. Nee, hier bist du, hier. Warte, ich baue schon. Ich muss jetzt bei dir irgendwo auskommen. Ja, hier ist der Safe-Weg. Jetzt muss ich da oben zumachen, Alter. Wir könnten, ich habe 8 TNT, wir können auch diese Falle bauen, wo man von so einem TNT-Minecart richtig gepusht wird. Das können wir auch machen, no joke. Wenn ich das schaffe zu bauen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Müsstest du machen. Ich müsste mir ein Tutorial angucken. Okay. Ich brauch Sand. Hast du Sand? Ich hatte oben noch 3 Stacks Sand hingeworfen. Hast du Sand? Weil da ist ein Loch jetzt. Oben oder was? Ja. Dann drüber einen Cobblestone platzieren und dann einen Sand. Ja, das Sand ist despawned, ich baue mir einfach neues ab. Ich hab welchen im Inventar, bau lieber keinen ab, weil sonst ist es auffällig. Oh, Digga. Nee, hier. Ist doch so, oder? Hier ist nicht auffällig. Hier ist so ein Creeper-Loch, da hole ich mir das Sand her. Okay.
schwöre, wenn die später in ihrer Folge sagen, egal ob wir gewinnen oder verlieren, hat hier jemand Sand gefarmt. An der Stelle, wo du das jetzt abgebaut hast, ne? Ich knechte dich. Nein, ist nicht, Bro. Sieht man nicht. Also Schilder ist gleich durch. Jo. Aber mit den Schildern ist schon OP, ne? Ja. Es ist so OP, Alter. Vor allem, wir haben das halt so hoch. Ich glaube, wir haben es auch schon zu hoch gemacht. Also zu viel Arbeit, aber scheiß mal drauf. Ich meine, 4 Minuten haben wir noch. Okay, könnte. Aber Kisten. Haut eigentlich zeitlich hin. Wird Kisten. Knapp, aber haut hin. Kisten brauchen wir, ne? So. Mhm. Ich brauche mal eine Doppelchess. Und noch ist da auch kein Zombie drauf gelaufen. Ja, das stimmt. Deswegen, ich glaube, das mit dem Zombie nicht passieren. Das wäre natürlich unlucky, aber unwahrscheinlich. Ich bin fast durch. Okay, sauber. Bei 5x5 ist halt natürlich eine einzige Sache, glaube ich, die kritisch werden könnte. Was? Wenn die genau in der Mitte stehen, können wir die dann hitten? Nee. Egal. Oder? Schalt mal in die Mitte. Doch, kann man. Ich krieg Blindness. Nun, wir müssen das dann halt so machen, dass einer eine Seite macht und einer die andere. Ja. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Weil dadurch, dass die größer ist, wird es natürlich auch für uns schwieriger zu hitten. Ja, ja. Aber mit Blindness und wenn die ihr Schwert in der Hand halten, so hinten kriegen die ja noch Ablähmung. Stimmt, ja. Daher sollte das eigentlich alles gut gehen. Wenn die eine Goldaxt haben, ist halt belastend. Ja, als ob die eine Goldaxt haben. Weiß nie. Nether Powder, was denn das da, Alter? Nether Powder ist nice. Okay, ich bin jetzt so gleich fertig, ne? Nice. Glaube ich zumindest. Mit den Schildern 3 Minuten haben wir noch. Wollen wir jetzt mehr Speedbots machen? Ja, mach nochmal. Welche? Haben wir Sand? Was anderes können wir mit den Pots eh nicht mehr machen. Du hast Sand. Ich hab Sand. Ich drop 3 brauchst du, ne? 1, 2, 3. Liegen da hinter dir. Jo, ich mach einfach einen Dia-Ofen an, Alter. Ja, wir haben ja 3. Flix. Für jeden Sand 1. wo war der Brawlstar? Viel, glaube ich, ja. Ey, diese Falle, ne? Träumchen, Däumchen. Wenn sie nicht klappt, scheiß drauf, dann kennen wir die halt im PvP, aber Flicks. Stell dir mal vor, die fallen in die Falle rein, das würde ich so feiern. Das wäre schon nice. Mir fällt auf, wir haben nur ein Zuckerrohr. Ja, 3 Tränke. Digga, und ich mach Teile für 2. Aber. Scheiß drauf. Wie viele Tränke hast du? Einen Speedpot habe ich noch. Echt? Dann hier. Ich hab 3. Wie versteckt man die? Länger. Nee, verstecken darf man nicht. Ich mein verlängern, ja. Achso, Redstone. Okay. Müssten wir auch noch haben. Naja. Irgendwo steht eine Kiste, ich pack da mal Sand rein, falls die Falle doch auslöst. Ja, dort oben. Ich sortiere jetzt nochmal Backpacks und sowas, ich schmeiß alles Unwichtige. Ja. Weil, falls wir einen Kill getten, wäre es halt schon fresh, wenn wir damit noch was anfangen können. Wir haben 36 Gunpowder. Ja. Können halt echt so eine TNT-Falle noch bauen. Ja, eigentlich ja schon. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich Bock drauf, ja. Ist eigentlich eine schlechte Idee. Du hast das, das Armor. Geil, ne? Habe ich gerade, ja. Wie gesagt, ich will die Backpacks einmal sortieren. Hier ist zu viel Lapis. Kann man wegschmeißen. Oh, hier ist viel Stuff drin. So, soll ich einen Kuchen behalten, fürs wenn wir weglaufen oder sowas? Wäre halt. Ich schmeiß weg, oder? Bro, ja, aber. Ja. Kann man auch machen.
Hier ist übel viel Erze drin. Ja, den Pumpkin kann ich wegschmeißen. Ja, das stimmt. Oder willst du Iron Golem spawnen? Ja, das machen, Bro. Ich habe jetzt 4, du hast 3. Du hast den Braustand. Ne? Die Braukiste meine ich. Ja, ich hatte. Es ist eigentlich alles. Sieht alles gut aus. Ich mach mir nächste Folge noch eine Axt und dann war's das. Ja. Jo. Ne, ich bin sehr zufrieden eigentlich mit der Falle auch. Ja, das Loch haben wir zugebaut auch. Ja, das sieht auch voll gut aus, vor allem weil daneben. Glaube ich. Das lädt. Naja, scheiß drauf. Wie bitte? Was meinst du? Du hast gelaggt. Wir sind auf jeden Fall im Finale. Was ich gesagt habe, ich vermute, die meisten vermuten da wahrscheinlich keine Falle, weil es daneben so. Ja, ja, weil es da so normal aussieht. Ja, also vor allem, wir haben ja, daneben geht's halt so, weißt du was ich meine, daneben ist so ein Block tiefer. Ja, ja. Und ich glaube, aus Instinkt würde ich glauben, wenn es da ein Block tiefer wäre, würde ich die Falle ja direkt sehen. Mhm. Weißt du, dass die Falle auf einer Ebene sein muss, aber das ist ein Vorteil zum Beispiel, denke ich. Vielleicht hört der Nordjog einer rein, kann sein. Ich hätte Bock, so im Finale einfach. Real Talk, erste halbe Stunde im Finale würde ich da unten bleiben. Same. Also wenn dieses Finale eine halbe Stunde gehen wird. Ja, okay. Also, wer das Team von Hurricane getötet hat, gewonnen, sage ich. Aber Real Talk, wir können ja einfach da unten bleiben und selbst wenn, also Hurricane und Lucky Sand und so fighten, die drainen sich ja nur.